da ging es los in Salassa in der Nähe von Turin. Noch alles entspannt, noch mit den Eisbeuteln schon bei 23 Grad. Dann diese ganze Etappe, die wir noch einmal in den einzelnen Abschnitten Revue passieren lassen. Da ist das der Cima Coppi? Ja. Passo del Lupo. Da waren sie oben zunächst zu zweit. Gaia Realini und Annemiek van Vleuten. Dann in der Abfahrt mit Elisa Longo-Borghini und Neve Fischer-Black eine Vierergruppe. Mit Antonia Niedermayer, die da schon einen guten Eindruck gemacht hat. Und die Gruppe wurde dann aufgefahren. Es kamen die anderen dazu, um Cecilie Trupp-Ludwig, um Mavi Garcia, Esme Peperkamp. Und da war der Zusammenschluss da. Dann fokussierte sich alles so ein bisschen auf Annemiek van Vleuten, Zweikampf gegen Elisa Longo-Borghini. Und hier sehen wir die spätere Siegerin dabei, nämlich Antonia Niedermayer. Und die hat da schon gezeigt, dass sie noch Körner hat, ist immer dran geblieben und hat auch jede Attacke gekontert. Ja, Silvia Persico versucht es wieder hinein in die Abfahrt, dann Juliette Labousse. Es war so ein bisschen die Vorbereitung auf den Angriff von Antonia Niedermayer. Aber als die Bayerin da vorbeigeht, da gibt es kein Halten, da bleibt kein Auge trocken. Die hat durchgezogen. Ja, sehen wir es nochmal. Mit einem ganz anderen Schub springt sofort diese Lücke nach vorne zu auf die arrivierten Juliette Labousse und Silvia Persico. So, fahr mit, wenn du kannst. Catch me if you can. Nein, da kann keiner mitgehen. Da hat man sie noch etwas unterschätzt und plötzlich war der Abstand da. Und Antonia Niedermayer machte das Rennen ihres Lebens, die Skibergsteigerin auf dem Weg zum Gipfel. Auch dann in der Pulverschneeabfahrt ließ sie überhaupt keinen Zweifel dran. Mavi Garcia versuchte es, aber das ist eben das bei Mavi Garcia, dass dann bald mal das Ende ist. Annemiek van Vleuten und Elisa Longo-Borghini auf der Verfolgung. Letztendlich auch den letzten Gipfel überquert, die letzten Pass überquert. Gipfel sind links und rechts daneben, aber trotzdem war sie die erste, die Skibergsteigerin, auch die erste in der Abfahrt und konnte mit einer sicheren Fahrweise da tatsächlich allen brenzligen Situationen entgehen. Anders wie bei Annemiek van Vleuten und Elisa Longo-Borghini, die hier einen wirklich unsanften Abgang macht und glücklicherweise in der Folge wieder aufsteigen kann und ins Ziel fahren kann. So fährst du Kurven, wenn du mit nach einem erfolgreichen Skitourentag in den Pulverschnee nach unten fährst. Wie jetzt gerade Antonia Niedermayer. Souverän gemacht und Annemiek van Vleuten biss sich die Zähne aus. Hier an dieser Haarnadelkurve, das ist die letzte, die sie fahren musste. Hier mit den letzten 25 Metern ist es klar. Antonia Niedermayer gewinnt die fünfte Etappe, die vielleicht doch nicht entscheidende. Wir haben es von Annemiek van Vleuten gehört, die sich trotzdem bei der Zieldurchfahrt über Platz 2 und vor allen Dingen über die gewonnene Zeit freut. Kann sie auch, hat am Ende dieses Tages mehr als 2 Minuten Vorsprung auf die ärgste Verfolgerin. Und trotzdem kann man sagen, ganz einfach ist es hier nicht gemacht worden. Hier kommt das, naja, was soll man sagen, Feld ist es nicht, Gruppetto ist es auch noch nicht. Also die nächste Gruppe, die hier reinkommt. Ich glaube, da haben wir gerade auch Anuschka Koster und Noemi Rüegg gesehen. Ich denke, heute werden viele Fahrerinnen auch rein um die Karenzzeit kämpfen müssen. Ci sono e quindi grazie a tutti. Grazie mille.